Es macht einen Unterschied, was wir tun. Handeln wir doch mal 3 Wochen lang so, als ob unsere Einstellung die Welt verändern würde. Sie werden ihr blaues Wunder finden. Ich liebe diese Frau, ich schwöre es dir. Dass nämlich der Hintergrund der Geist ist, der die Materie schafft. Alles, was du in der physischen Welt siehst, hat mit einem Gedanken angefangen. Da kriegst du wieder so viel Power über dich und dein Leben, wenn du verstehst, dass du im Bewusstsein eigentlich alles verändern kannst. Alles. In 2 Gruppen eingeteilt. Für die eine Gruppe wurde gebetet, für die andere nicht. Es sind bahnbrechende Dinge dabei herausgekommen. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, spielt keine Rolle. Also, wir gehen ins nächste Video rein. Funktioniert beten, bestellen beim Universum etc. Menschen beeinflussen. Bin gespannt. Vera F. Birkenbiel, beste Frau. Ich küsse ihr Herz. Rest in Peace an der Stelle. Die hat mich damals echt schon gut geprägt. Ich habe mir viele Videos von ihr angeguckt. Und jetzt wollte ich mal mit euch ein Video von ihr teilen. Lass mal reingehen. Dieses, dass alles zusammenhängt und einander beeinflusst, was die Quantenphysik eben seit 70 Jahren sehr konkret sagt, scheint sich wirklich auf die Welt zu erstrecken. Es macht einen Unterschied, was wir tun. Und wenn Sie es nicht glauben wollen, nehmen Sie es doch zumindest als Hypothese. Als ob. Handeln wir doch mal 3 Wochen lang so, als ob unsere Einstellung die Welt verändern würde. Sie werden ihr blaues Wunder erleben. Ich kenne Menschen, die fahren in die Stadt. Zum Beispiel am langen Einkaufssamstag. Die kriegen immer einen Parkplatz. Ich kenne Leute, die kriegen nie einen. Ich liebe diese Frau, ich schwöre es dir. Ich liebe einmal Herzen in den Chat für Vera F. Birkenbiel. Gib mir mal die Herzen in den Chat rein. Ich mag die wirklich sehr, 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 sehr gerne. Aber die wissen ja von vornherein schon, dass... War auch eine sehr wichtige Frau gewesen für dieses Land hier. Sie keinen kriegen. Schauen Sie, das alte wissenschaftliche Bild hat gesagt, der Geist ist ein Epiphänomen der Materie. Im Klartext, Epi ist so ein bisschen nebenbei irgendwas und ein Phänomen kennen wir. Das heißt, wenn die Materie eine gewisse Komplexität erreicht, wie zum Beispiel im menschlichen Gehirn, dann entsteht als Abfallprodukt Geist daraus. Es gibt viele Leute, die glauben das wirklich. Die alte Mystik und die neue Wissenschaft sagen dasselbe. Dass nämlich der Hintergrund der Geist ist, der die Materie schafft. Der Hintergrund ist der Geist, der die Materie schafft. Bewusstsein, Gewahrsein. Alles, was du in der physischen Welt siehst, hat mit einem Gedanken angefangen. Alles. Und das ist so eine krasse Erkenntnis, finde ich. Da kriegst du wieder so viel Power über dich und dein Leben, wenn du verstehst, dass du im Bewusstsein eigentlich alles verändern kannst. Deine Gesundheit, dein Leben, die Welt um dich herum, alles. Das haben die Menschen sehr lange davor geglaubt und dazu kommen sie es langsam wieder. Das sind alles so Gedanken, die uns in diese Richtung bringen. Haben sich mal mit der Frage befasst, ob Beten Sinn hat. Es gibt einen amerikanischen Autor, der steht auf ihrer Liste drauf, Dossi, der berichtet von wissenschaftlichen Versuchen zum Beten. Man hat zum Beispiel schwer herzkranke Patienten, die irgendeine Operation durchlaufen müssen, Bypass oder sowas, 300 ungefähr, nein, fast 400, in 2 Gruppen eingeteilt. Für die eine Gruppe wurde gebetet, für die andere nicht. Die Bebeteten wurden von 5 bis 7 Personen bebetet. Und die anderen hatten sicherlich auch Familienangehörige oder so, aber das war in der 2. Gruppe ja dasselbe. Geändert hat sich das Maß an diesen extra Personen, die jetzt gebetet haben. Es sind bahnbrechende Dinge dabei herausgekommen. Gewisse Prozesse, die normalerweise ablaufen, wo man den Leuten vielleicht dann so eine künstliche Luftader legen muss oder irgend sowas, diese Komplikationen traten bei der Gruppe, für die gebetet wurde, überhaupt nicht ein. Viel weniger Komplikationen, viel weniger Medikamente wurden gebraucht. Die Leute waren früher wieder auf und früher gesund. Also es nähert sich langsam aber sicher, auch durch wissenschaftliche Daten, der Verdacht sehr stark, dass der Geist die Grundlage sein könnte. Nehmen wir doch mal an, rein theoretisch, dem wäre so. Was Sie vorher denken über Ihre Gruppe, wird beeinflussen, wie die Gruppe reagieren wird. Was sie den Leuten zutrauen, wird beeinflussen, was rauskommt. I love you. Und unser industrielles Zeitalter war ja das materialistische Zeitalter.
wo unser Weltbild geprägt worden ist, wo die Materie ja das Oberste von allem war und das war auch das Einzige, worum es ging. Und die Frage ist, können wir da rauskommen? Wir sind offiziell schon im postindustriellen Zeitalter, jeder weiß das, per Lippenbekenntnis. Ich habe das doch auch mal in der einen Reaction gesagt. Wissenschaft muss endlich Spiritualität mit einbeziehen. Wissenschaft und Spiritualität müssen zusammenkommen. So, das ist so, so wichtig. Und jeder krasse Wissenschaftler, der wirklich geforscht hat und open-minded ist, so, ne, ist zu dem Entschluss gekommen, dass der Spirit, der Glaube, das Bewusstsein alles verändern kann. So. Auch wissenschaftlich unerklärliche Dinge. Und spätestens an dem Punkt muss man doch anfangen, diese Dinge mehr einzubeziehen. Auch in die normalen Heilmethoden etc. Aber ich bin mir sicher, dass ein ganz großer, dass ein ganz großer Dorn im Auge ist von der Pharmaindustrie. Und wir wissen mittlerweile, wie die Pharmaindustrie verstrickt ist in alle Sachen. In Politik, in Bildung, in viele Sachen. So. Und natürlich wird die Pharmaindustrie deutlich weniger Milliarden machen, wenn die Spiritualität in die Wissenschaft und in die Heilkunde und in diese ganzen Sachen mit einbezogen wird, weißt du? Da gibt es einfach ein paar Mächte, die dagegen arbeiten, glaube ich, meiner Meinung nach so, die das versuchen zu unterbinden. Aber irgendwann funktioniert das, glaube ich, nicht mehr. Umso mehr Menschen erwachen, weil wir sind als Volk immer noch diejenigen, die entscheiden. Und das ist wirklich so, auch wenn es sich nicht so anfühlt, es ist so. Wir steuern alles. Die anderen, also die Leute, die in der Lobby sitzen, die mächtigen Menschen auf dieser Welt und so, das sind viel weniger als wir als Volk. Ist das jedem klar? Die Schlüsselwörter des postindustriellen Zeitalters sind Information, Kommunikation und Service. Trotzdem handeln wir immer noch als Gefangene des materialistischen Weltbildes, weil solche Einstellungen sich nicht von alleine verändern. Da müssen wir wirklich darüber nachdenken und etwas tun. Die jungen Menschen sind zum Teil schon anders geprägt. Ich gehe davon aus, dass Ihr Erfolg als Trainer maßgeblich damit zu tun hat, was Sie vorher denken. Wer das Train the Trainer von meinem Vater gelesen hat, kennt das Beispiel mit dem Clown Grock, das uns beide sehr beeinflusst hat. Einer der erfolgreichsten Clowns seiner... Nicht nur denken, sondern glauben. Dein Erfolg wird maßgeblich davon beeinflusst sein, was du glaubst. Zeit. Grock stand, wenn das Publikum hereinkam, hinter dem Vorhang. Da ist so ein Guckloch und hat sich das Publikum betrachtet, das den Saal betrat. Und hat gesagt, mein liebes, liebes Publikum, ich danke dir, dass du heute erschienen bist und ich werde mein Möglichstes tun, um dich zu erfreuen. Mit dieser Einstellung ging er auf die Bühne. Und wenn ich mir Trainergespräche vor Augen führe, ich führe ja viele, auch mit Abwesenden natürlich, mit welcher Einstellung die den Seminarraum betreten? Fragen Sie sich bitte, und wenn es nur eine Hypothese wäre, versuchen Sie mal, Ihre eigenen Einstellungen zu überprüfen. Wovor haben Sie am meisten Angst? Vor den Querulanten? Vor den Leuten, die ablehnen? Vor denen, die Ihnen die Übungen versauen? Vor denen, die sagen, das ist nicht praxisnah? Das, wovor Sie Angst haben, kriegen Sie immer wieder. Powerful. Powerful, powerful, powerful. Ich versuche auch immer vor jedem Stream zu beten, vor jedem Talk zu beten, darum zu bitten, dass ich auch wieder in diesem Stream schaffe, Liebe zu verbreiten, gute Werte, gute Messages zu verbreiten. Und das hilft. Das hat einen direkten Einfluss meiner Meinung nach auch auf den Content, den wir hier kreieren. Das, worauf Sie sich freuen, kriegen Sie auch immer wieder. Stellen Sie sich das doch mal so vor. Wir haben ja schon angedeutet, dass die Erziehung uns erstmal geschrumpft hat, normal gemacht hat. Sie sind ja schon einiges erfolgreicher als der normale Mensch, sonst wären Sie nicht hier. Entweder können Sie sich das Seminar schon leisten oder Sie wissen, dass Sie es sich bald leisten können und sind trotzdem hier. Also das ist ganz klar. Das heißt, Sie haben schon einen Teil Ihres Potenzials wieder entwickelt. Nehmen wir an, Sie entwickeln einen weiteren Teil. Das gilt genauso auch für die Leute, die hier in dem Stream sind. Ja? Ihr habt auch einen Teil eures Potenzials schon entwickelt, alleine indem ihr hier draufgeklickt habt. Je mehr wir es wagen,
auszugehen davon, dass das, was wir im Vornherein glauben und annehmen, auch eintreten wird, desto eher kann es passieren. Dann sind Sie tatsächlich überzeugt. Nehmen Sie die Haltung eines Forschers ein. Man hat den Pygmalion-Effekt zum Beispiel auch getestet mit Leuten, die nicht daran geglaubt haben. Man hat gesagt, okay, nehmen Sie es als Hypothese, Sie brauchen nicht dran zu glauben, aber wir sagen Ihnen voraus, dass die Leute, die Sie quasi besonders gut finden aufgrund der Reaktion der ersten 10 Minuten, dass Sie die besonders fördern werden. Und obwohl diese Leute sich darum bemüht haben, dass sie alle fair behandeln, dass sie keinen vorziehen, dass sie sich nicht beeinflussen lassen von ihren ersten Erfahrungen in den ersten 10 Minuten, ist genau das eingetreten. Es spricht gar nichts dagegen, dass es so ist. Das heißt, das Problem ist nicht, dass es so ist. Das Problem ist, dass zu viele Trainer sich nicht mindestens einmal am Tag sagen, meine geistige Haltung beeinflusst das Geschehen da drinnen im Seminar. Und wenn Ihnen das vollkommen klar ist, haben Sie ein Drittel aller Probleme los. Und dann sind Sie wesentlich lockerer und leichter, dann können Sie wesentlich mehr Ihre Kapazitäten entfalten, weil Sie die ersten Resultate sehen. Das verstärkt jetzt den positiven Effekt. Sie werden die Leute noch positiver beeinflussen. Auf einmal läuft alles wesentlich glatter. Leuchtet das ein? Machen wir an der Stelle nochmal 2 Minuten hier und jetzt, dann können Sie das nochmal sickern lassen, Maske auf, ganz bewusst ins Hier und Jetzt gehen. Ganz bewusst ins Hier und Jetzt gehen. Geil, Digga, die macht einfach so Masken, die macht einfach mit Augenmasken jetzt so eine Art Meditation, wa? Tom Peters Bericht. Beste Frau, Digga, die hat einiges verstanden. Ein Experiment, das mich maßlos beeindruckt hat, in einem amerikanischen Zuchthaus. Jetzt haben wir alle schon Krimis gesehen und wissen, wie es da zugeht. Also von wegen Gang-Rapes, nicht, wo die armen, gerade die besser aussehenden jungen Männer von Gruppen vergewaltigt werden, über Mord und Totschlag findet ihr da alles statt. Wobei die Insassen genauso angegriffen werden wie die Schließer. Da passiert also, das ist völlig wurscht, aus welcher Gruppe der ist. Da haben so die einzelnen Klüngel, haben so ihre Gruppen und Gangs und managen alles da drinnen. Also wenn Sie das mal im Film gesehen haben, es ist katastrophal. Wenn Sie da verurteilt werden, ist die Frage nicht, was Sie machen, wenn Sie rauskommen. Die Frage ist, ob Sie überleben werden. Und in so einem Zuchthaus hat ein gewisser Mr. Luther, der das Zuchthaus übernommen hat, die Leitung eines solchen Zuchthauses, hat gesagt, er wird hier hineingehen mit einer Kultur, wenn man so will, von Achtung und Vertrauen. Sämtliche Kollegen, Zuchthausdirektoren haben gesagt, Loch im Kopf, ja, Achtung und Vertrauen, diesem Abschaum der Menschheit gegenüber. Dieser Mr. Luther hat es aber durchgesetzt. Zum Beispiel wurden die Gefangenen mit Namen angesprochen, nicht mit Nummern, lauter so Zeug. Nach 3 Jahren, kein einziger Mord, kein Selbstmord, keine Vergewaltigungsaktionen und nur kleinere Überfälle auf Insassen oder Schließer. Guck mal, was deine geistige Einstellung auswirken kann. Gerade wenn du in Machtposition bist. Und gerade, leider ist es so, dass die Machtposition von den Menschen leider oft ausgenutzt wird. Von teuflischem Scheiß. Von Ego und so. Wenn wir alle harmonischer wären und wenn wir versuchen würden, das Gute zu sehen und was Gutes zu verbreiten, dann würde auch um uns herum viel mehr Gutes passieren. Das ist im Knast, diese Studie, die da gemacht haben. Überleg mal, weißt du, was ich meine? So, was das für einen Effekt haben kann, wenn der Typ, der dafür verantwortlich ist, eine andere geistige Einstellung hat als der Großteil. Jetzt frage ich Sie, wenn mit diesem angeblichen Abschaum der Menschheit so etwas möglich ist, sollte es dann mit dem Menschenmaterial, das wir zur Verfügung haben, nicht auch möglich sein? Wenn man solche Leute so beeinflussen kann, dass sie um so viel menschlicher miteinander umgehen und auch eine gewisse Menge Selbstrespekt entwickeln können, wir haben doch ein wesentlich besseres Ausgangsmaterial, Gänsefüßchen. Es hängt sehr stark von Ihnen ab. Und der Pygmalion-Effekt geht noch viel weiter. Man hat ihn zum Beispiel getestet mit Kristallen. Kristalle wuchsen gemäß Voraussage besser oder schlechter, je nachdem, was die Experimentatoren darüber geglaubt haben. So, da sind wir auch wieder beim Wasser, Freunde. Da schließt sich der Kreis. Noch ein Schritt weiter. Radioaktivität. Material strahlte radioaktiver
wo man das erwartet hat, als bei anderen Mustern, wo man es weniger erwartet hat. Heftige Frau gewesen, die Vera. Die Vera war eine heftige Frau. Däumchen nach oben, Herzen in den Chat. Rest in peace, Vera. I love you. I love you so much. Danke, dass es dich gibt und gegeben hat, quasi. Aber dich gibt's immer noch, ich weiß. You're watching us right now, weil wir auf dein Video reagiert haben. Ich küsse dein Herz.